Myslím, jako sympozium živé zemědělství je především o ekologickém přístupu ke krajině, k zemědělství. Ta práce na tom nás už dlouhé roky spojuje a bude spojovat i do budoucna, protože se potýkáme se stejnými problémy a snažíme se je nějak řešit. Ich finde das ganz toll, dass wir hier zusammenarbeiten, denn in Deutschland gibt es jetzt einen Minister, der gesagt hat, wir brauchen 30% Ökolandbau in den nächsten 8 Jahren. Das ist eine Verdreifachung. Verdreifachung der ökologischen Landwirtschaft. Hier gibt es dasselbe Ziel. Die ganze Europäische Union hat das Ziel, 25% ökologische Landwirtschaft. Und das schaffen wir nur, wenn wir ganz eng zusammenarbeiten, wenn wir kreative Lösungen überall suchen. Also das weiteste Ziel ist natürlich eine total gesunde Landwirtschaft in Tschechien und in Deutschland, die wirklich zukunftsfähig ist, die einfach gut funktioniert und die Menschen ernährt und die Umwelt erhält. Auch mit Hilfe dieses deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, um gemeinsam Bildungsmaterialien, Ausbildungsmaterialien auf Tschechisch und auf Deutsch und vielleicht auch noch auf anderen Sprachen zu veröffentlichen. Ich glaube, wenn wir da in 5 Jahren richtig tolle, eine tolle Mappe mit Arbeitsmaterialien und im Internet und Videos und so weiter haben, dann wäre das ein großer Beitrag. Jako ta organizace, která zatím stojí, tak je nezisková organizace AMPI, která, v rámci které jsme vlastně dokázali v posledních letech vybudovat vlastně vzdělávací systém farmářské školy. Ta intenzita by nikdy nemohla být jakoby taková, jaká je teď, protože spoustu těch seminářů samozřejmě máme jakoby krytých od Česko-Německého fondu. Es gibt Lehrlinge von deutschen Biobetrieben, die in Tschechien in diesem Sommer Seminare machen werden. Es gibt tschechische Bauern, die auf deutschen Höfen Seminare besuchen. Was für mich noch total wichtig ist, dass wir wieder das Beruf, also das landwirtschaftliche Beruf, also attraktiver machen, ja, hier in Tschechien. Dass wir zeigen, dass in einem anderen Licht, ja, dass das wirklich so ein ganz total wichtiges Beruf heutzutage ist, die einfach unsere Landschaft retten kann und auch natürlich die gesunde und lebendige Lebensmittel produzieren kann. Ja, Landwirtschaft so eine Marke hat, dass das irgendein Beruf ist für die vielleicht, die nicht in Schule gut sind. Aber das ist nicht der Fall. Also Landwirtschaft ist echt eine Kunst, ja, und ist nicht leicht Landwirtschaft zu machen und nicht leicht ökologische Landwirtschaft zu machen, weil man muss die Natur wirklich verstehen.